60 Millionen Tonnen, das ist das bisher größte geschätzte natürliche Wasserstoffvorkommen, was es jemals gab. Und das liegt einfach in Europa. 60 Millionen Tonnen, damit könnte man die gesamte deutsche Stahlindustrie für 30 Jahre komplett betreiben. Wofür brauchen wir dann überhaupt noch grüne Herstellungsmöglichkeiten für Wasserstoff? Naja, also ganz so einfach ist es nicht. Außerdem haben wir bis 2045 voraussichtlich einen Bedarf von einfach mal 350 Terawattstunden. Das entspricht ca. 10,5 Millionen Tonnen Wasserstoff. Also das Thema bleibt relevant. Vor einem Jahr, da habe ich ja schon mal ein Video über natürlichen Wasserstoff gemacht. Und was die Probleme sind und was die Unsicherheiten sind, habe ich da angesprochen. Jetzt will ich mir angucken, was diese neuen Funde in Europa an dem Thema verändert haben und wieso diese Schätzung von 60 Millionen Tonnen Wasserstoff mit Vorsicht zu betrachten sind und was natürlicher Wasserstoff für die Zukunft bedeuten kann. Ich würde sagen, willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier. Ganz kurz, ich bin gerade in meinem Hotelzimmer, ich bin ein bisschen krank, aber ich wollte dieses Video unbedingt machen. Los geht's! Bevor ich euch gleich von dem krassen Fund hier in Europa berichte, sehen wir uns kurz nochmal genau an, was natürlicher oder auch weißer Wasserstoff eigentlich ist. Also 1987 wurde der das erste Mal in größerer Menge in Mali entdeckt, aber erst so 20 Jahre später, als nochmal Forscher dahin zurück sind und bestätigt haben, ja, es handelt sich dort wirklich um Wasserstoff, wurde das Ganze wirklich ernst genommen. Und mittlerweile ist man sich in der Wissenschaft sicher, also die Erde, die sorgt selbst für eine kontinuierliche Produktion von Wasserstoff. Das ist also erneuerbar, das Ganze. Jetzt aber nicht so erneuerbar wie Erdöl, Erdgas oder Kohle, was ja auch erneuerbar ist, aber wo man Millionen von Jahren braucht, sondern es geht hier so um 100 Jahre, wenn überhaupt. Ja, und dieser natürliche Wasserstoff, der soll weltweit vorhanden sein. Nach Abschätzung von Experten der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, die aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen ausgewertet haben, wird weltweit jährlich etwa einige Milliarden Kubikmeter an Wasserstoff gebildet. Aber schauen wir uns jetzt erstmal an, was seit der Veröffentlichung von meinem letzten Video passiert ist. Zu der Frage, inwiefern der ganze Wasserstoff überhaupt verfügbar ist, komme ich dann gleich nochmal. Es gab zwei extrem große Funde im letzten Jahr, und zwar beide in Europa. Einmal in Frankreich und einmal in Albanien. Ich fange mal mit Frankreich an. Da wurde jetzt die bisher höchste geschätzte Mengenangabe für natürlichen Wasserstoff angegeben. Und das Krasse ist, der natürliche Wasserstoff, der war hier wieder nur so ein Zufallsfund. Eigentlich hat das Forscherteam nach Methan gesucht. Und als sie dann aber den weißen Wasserstoff gefunden haben, sind sie natürlich dran geblieben. Und bei der genaueren Untersuchung haben sie gemerkt, dass die Konzentration in der Nähe von der Erdoberfläche eher schwach war. Aber je mehr sie in diesem Bohrloch runtergegangen sind, desto höher wurde der Wasserstoffanteil im Untergrund. Und irgendwann bei so 1200 Meter Tiefe kamen sie bei 20% an. Wir gehen jetzt davon aus, dass sie im Lothringischen Becken so eine Wasserstofflagerstätte in einer Größenordnung von etwa 60 bis 250 Millionen Tonnen haben. Das ist bisher der höchste geschätzte Wert für so ein Wasserstoffvorkommen. Aber die Angabe, die ist echt ziemlich ungenau. Vor allem muss ich dazu sagen, je nach Quelle findet man da auch ein bisschen unterschiedliche Zahlen. Und deswegen ist es umso interessanter, dass beim Fund in Albanien zwar deutlich weniger Wasserstoff entdeckt wurde, der große Unterschied aber ist, die Werte, die basieren hier auf richtigen Messungen. Also 200 Tonnen Wasserstoff wurden hier einfach gemessen. Eine Forschungsgruppe hat da an einem Bergwerk für so 6 Jahre lang Messungen durchgeführt und Wasserstoffausgasung von 200 Tonnen pro Jahr gemessen. Und die Wissenschaftler betonen selbst, dass diese Messungen, die sie gemacht haben, bisher nur Minimalwerte sind. Also die beruhen nur auf einzelnen punktuell gemessenen Standorten und es ist keine Hochrechnung auf das gesamte Volumen. Das heißt, es wird noch deutlich mehr sein, denn schließlich haben sie ja wirklich nur einen Bruchteil davon wirklich überwacht und damit gemessen. Damit man jetzt diese Menge an Wasserstoff mal so ein bisschen besser einordnen kann, hier mal so ein Beispiel von der Wirtschaftsvereinigung Stahl. Denn genau in der Stahlproduktion kann dieser Einsatz von Wasserstoff ja super, super sinnvoll sein, um CO2-Emissionen einzusparen. Damit die Stahlindustrie bis 2050 komplett auf Wasserstoff umstellen könnte, bräuchte es in Deutschland ca. 2,2 Millionen Tonnen von diesem Wasserstoff pro Jahr. Diese 200 Tonnen in Albanien sind also nicht so relevant, zumindest wenn es nicht deutlich mehr wird. In Frankreich, da könnte das tatsächlich schon einiges bewirken, der Fund dort. Dann ist aber natürlich die Frage, wie kommen wir an diesen Wasserstoff dran? Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, denn die Wasserstoffmoleküle, die können sich ja super leicht verflüchtigen. Die werden im Untergrund außerdem noch durch Mikroorganismen abgebaut und die gehen auch noch mineralogische Verbindungen ein. Aber es gibt eigentlich so zwei Möglichkeiten, wie man den Wasserstoff trotzdem bergen kann. Also entweder macht man es so wie beim Fracking, also beim Bohren nach Öl und Gas, dass man sozusagen direkt in diese Falle reinbohrt. Und Fallen sind die Schichten im Gestein, die halt undurchlässig sind, wo sich dann das Erdgas, Erdöl oder halt auch der Wasserstoff ansammeln können. Die zweite Möglichkeit ist es, das Gestein direkt anzuzapfen.
Geht halt aber auch nur, wenn die Stelle nicht zu tief und vor allem zerklüftet genug ist, um Wasserstoff zu sammeln. Und falls das nicht der Fall ist, also zu wenig Wasserstoff vorhanden ist, kann man dem ganzen Prozess der Wasserstoffbildung tatsächlich auch noch so ein bisschen nachhelfen, indem man dort, wo es an Wasser im eisenhaltigen Gestein mangelt, Wasser reinbringt. Und so wird dann diese Produktion von diesem natürlichen Wasserstoff angeregt. Was sich von diesen Möglichkeiten in der Zukunft durchsetzen wird, das kann man jetzt noch nicht so richtig sagen. Also vor einem Jahr habe ich ja in meinem Fazit gesagt, dass man eigentlich nur an so einer Fallenstruktur die Chancen sieht, wirklich effizient an Wasserstoff zu kommen. Aber langsam kommt da noch mal ein bisschen Bewegung rein. Also bei den Forschern vom Fund in Frankreich ist es jedenfalls so, dass sie sich jetzt auf 3 Jahre Forschung festgelegt haben, um besser zu verstehen, wie die Entstehung von Wasserstoff im lothringen Becken funktioniert, um eine Technologie zu finden, mit der sich Wasserstoff effektiv bergen lässt. Das heißt, die wollen da noch mal ganz frisch dran gehen. Was wir aber konkret bei der Frage nach der Extraktion in Frankreich auch bedenken müssen, hier haben sie ja nicht nur den natürlichen Wasserstoff gefunden, sondern eben Wasser mit so einem hohen Wasserstoffanteil. Also der Wasserstoff, der hat sich nicht, wie es idealerweise sein könnte, zu einer Gasblase formiert, sondern der ist auch im Grundwasser gelöst, so ein bisschen wie bei so einem Glas Champagner, wo sozusagen die Perlen vom Wasserstoff drin sind und ein kleines Bläschen kommt das hoch und die große Frage ist halt, wie kann man den Wasserstoff da gut draus lösen? Die sind sich schon mal sicher, dass sie nicht das ganze Wasser da hochpumpen wollen und dann das Gas, also den Wasserstoff, an der Oberfläche zu extrahieren, sondern die wollen eine Technologie entwickeln, die es denen erlaubt, das Gas in der Tiefe zu extrahieren und es dann herauszuholen. Und das Interessante ist, sie geben sogar schon eine Schätzung ab, wann sie mit diesem Piloten für die Produktion starten können, und zwar in 5 Jahren. Wie viel das Ganze dann kosten wird, dazu habe ich sehr unterschiedliche Angaben gefunden. Die Süddeutsche Zeitung, die schreibt zum Beispiel von $1 pro Kilogramm. Woher genau diese Information ist, das wird da nicht geschrieben. Das Fachmagazin Science schreibt sogar von Forschern und auch Unternehmern, die ihren Preis pro Kilogramm sogar unter $1 setzen. Da wird teilweise von 50 Cent pro Kilogramm gesprochen. Und das wäre im Vergleich zu dem aktuellen Preis von der Elektrolyse einfach mal nur ein Zehntel. Jetzt gibt es auch noch verschiedene Startups aus zum Beispiel Spanien, den USA und so, von denen ich auch schon mal in meinem letzten Video gesprochen habe. Und die setzen den Preis dann sogar auch noch niedriger an. Die Frage ist natürlich, wie realistisch das ist. Die wollen was verkaufen, aber ich glaube, so dieser Wert von Science Magazin, der könnte schon realistisch sein. Jetzt muss man dazu sagen, in der Forschung hält man jetzt die kommerzielle Nutzung von Wasserstoff jedenfalls immer noch als meilenweit entfernt an. Also 2 große Sachen sind da noch ein Thema. Und zwar zum einen die Frage, nach der, wie ich gerade schon gesagt habe, Extraktion, also wie bekommt man es da raus? Und dann ist es halt auch noch so, dass all die Sensationsmeldungen zu dem vielen Wasserstoff meistens, bis auf ein paar Ausnahmen wie Albanien oder Mali, nur geschätzt sind. Also auf die Angaben von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, die ja so ein paar Milliarden Kubikmeter annehmen, die ist noch nicht final bestätigt, sondern das ist halt eine Schätzung. Es muss also wirklich noch viel mehr bestätigt werden, dass der Wasserstoff sich in diesen sehr, sehr großen Gasblasen unter den Gesteinsschichten ansammeln kann. Bei dem Fund in Frankreich ist es ja schließlich auch jetzt keine Gasblase, sondern es geht halt einfach um Grundwasser, wo ein sehr hoher Wasserstoffanteil drin ist. Und wie gesagt, also ich habe ja eine Range angegeben, wie viel Wasserstoff das jetzt ist. Und das liegt einfach daran, dass ich wirklich 5 verschiedene Werte gefunden habe. Aber irgendwo in dieser Range wird das halt sehr wahrscheinlich liegen. Aber ganz wichtig, ich habe hier noch ein paar weitere Kritikpunkte, die ich gerne ansprechen möchte. Eine Gefahr wäre zum Beispiel, dass der Wasserstoff wegen so einem undichten Bohrloch in die Atmosphäre entweicht und da wäre tatsächlich die klimaschädliche Wirkung deutlich größer als die von Kohlendioxid. Und ja, Wasserstoff ist kein Treibhausgas, aber es kann Methan in den oberen Schichten der Atmosphäre zu längerer Lebensdauer verhelfen. Und das ist ein Problem. Ein Unternehmer und Forscher aus Frankreich, dessen Unternehmen sich ebenfalls als Ziel gesetzt haben, natürlichen Wasserstoff zu finden, die hingegen sagen, dass dieser Ausstoß zwar existiere, aber vergleichsweise gering sei. Und als Vergleich nimmt er da unter anderem Vulkane, dessen Menge an Wasserstoff, die sie regelmäßig aussondern, einfach ein Teil des normalen chemischen Gleichgewichts sein. Und diese würden viel mehr Mengen aussondern, als es bei Bohrung für Wasserstoff überhaupt denkbar wäre. Und er sagt halt auch, dieses Problem mit den undichten Stellen und sowas, das gäbe es ja theoretisch auch bei Elektrolyseanlagen. Jetzt ist es so, die Aussage, die wollte ich jetzt nicht einfach so stehen lassen, sondern ich habe da selbst natürlich noch mal ein bisschen nach Zahlen geschaut, um das mit diesem Vulkan zum Beispiel auch mal zu vergleichen. Und das ist wohl so, also bei den vulkanischen Gasen spielen eigentlich hauptsächlich CO2 und Schwefeldioxid eine Rolle. Schwefeldioxid kann klimatechnisch gesehen relevant werden, wenn es in die höhere Atmosphäre, genauer gesagt die Stratosphäre, gelangt. Das kann nämlich tatsächlich dafür sorgen, dass diese Luftschicht wärmer wird, aber, und das muss auch gesagt sein, wird die Sonnenstrahlung dadurch halt auch mehr reflektiert, was jetzt die Temperatur hier auf der Erde erstmal grundlegend niedriger macht. Und auch das Umweltbundesamt hat dazu was geschrieben, und zwar, dass durch Vulkane zwar langfristig eine Abkühlung erstmal dahin tendiert wird, die aber auch nur für ein paar Jahre gilt. Also das heißt, man muss das auf jeden Fall bedenken, es ist jetzt kein langfristiger Effekt.
Gleichzeitig ist es schon auch so, dass Vulkane natürlich CO2 ausstoßen. Da ist natürlich die Frage, wie viel? Und dazu habe ich auch etwas gefunden von 2019. Wir haben 2019 mal über die klimaschädliche Wirkung von Vulkanen geschrieben, also das Umweltbundesamt. Und da vergleichen sie diese Wirkung auf die Wirkung von Menschen und kommen zu dem Schluss, dass Vulkane in diesem Vergleich unbedeutend sind. Also dieser Punkt ist auf jeden Fall etwas, über den man streiten kann und wo es erstmal tatsächlich mehr Forschung braucht, weil die Aussagen, die gehen da sehr auseinander. Aber machen wir mal weiter im Text. Also so wirklich kommerziell läuft da noch nichts und damit komme ich auch schon langsam zu meinem Fazit. Also das ist alles noch so unglaublich unsicher. Also Preise lassen sich jetzt natürlich noch nicht final sagen, wenn selbst die Angaben zum Wasserstoff nur geschätzt sind. Und natürlich kommen wir dem ganzen Thema mit jeder Entdeckung so ein bisschen näher, aber es bleibt eben die große Frage, können wir den Wasserstoff von unter der Erde überhaupt nutzbar machen? Science hat da von so einer Forschungsgruppe geschrieben, die mal versucht hat, ein Modell zu erstellen, um diese Frage zu beantworten. Und das ist ein Modell, das eigentlich tatsächlich für die Ölindustrie erstellt wurde. Man hat es sich aber sozusagen zunutze gemacht und daran orientiert. Und dieses Modell, das soll nicht nur diese undurchlässigen Schichten betrachten, also das Ideale, sondern tatsächlich auch sowas wie die zerstörerische Wirkung von Mikroben. Und dann, nach den Erfahrungen der Ölindustrie, hat man dann auch noch gesagt, dass nur so 10% der Wasserstoffansammlung jemals wirtschaftlich erschlossen werden können. Und das Spannende ist jetzt, das alles soll trotzdem noch in einem Zahlenbereich liegen von etwa 1 Billion Tonnen Wasserstoff. Also durchaus relevant. Das könnte tatsächlich weltweit den Bedarf über Tausende von Jahren decken, selbst wenn die Nachfrage nach Wasserstoff immer größer wird. Aber, und das sagen selbst die Forscher von diesem Modell, die Menge von Wasserstoff, die wirklich wirtschaftlich genutzt werden kann, die könnte letztendlich trotzdem zu sehr auf der Erde verstreut sein, wie halt auch die Millionen Tonnen Gold, die in unglaublich kleinen Teilchen in den Ozean gelöst sind und sowas, dass man da halt teilweise nicht richtig drankommt. Also ihr seht, es gibt vieles, was man irgendwie dafür oder dagegen sagen kann und es ist wirklich schon sehr unsicher und dieser ganze Hype um dieses Thema und diese Sensationsmeldung, da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein. Das ist ein spannendes und wichtiges Thema, aber wir müssen halt noch gucken, wo das Ganze hingeht. Etwas, was tatsächlich nicht hypothetisch, sondern sehr akut ist, ist mein neues Video über ein Unternehmen, das auch mit der Idee spielt, Gestein zu spalten und durch diese Technologie des Frackings, sozusagen daran orientiert, soll ein Energiespeicher entstehen. Das Unternehmen, das wird sogar von Bill Gates gefördert. Ich verlinke ich euch wie immer hier, schaut da gerne mal rein und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann lasst jetzt schon mal ein Abo da, macht die Glocke an. Ich freue mich darüber und ehrlich gesagt, ich glaube, ich lege mich jetzt mal ins Bett, denn ich bin echt ein bisschen erkältet und muss unbedingt mal ein bisschen Kräfte sammeln. Aber dieses Video wollte ich unbedingt jetzt noch schnell machen.